Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass die Zeit der YouTuber-Alben vorbei war. Apecrime und Leon Mascher schienen den Hype mit ihren Alben beendet zu haben. How It Is von Bibi hat als einzelner Song sicherlich auch dazu beigetragen, dass weniger deutsche YouTuber Musik veröffentlichten. Doch in letzter Zeit gab es wieder vermehrt Releases und Ankündigungen. ApoRed will schon lange ein Album veröffentlichen, KS-Freak sitzt wohl auch an irgendetwas und Lukas Rieger, kein klassischer Fall eines YouTubers, der plötzlich Musik macht, der aber trotzdem auf diese Liste passt, hat vor kurzem sein neues Album Code veröffentlicht, als Deluxebox. Auch die Lochis haben angekündigt, dass man ab dem 9.3. ihr neues Album What Is Life vorbestellen kann. Natürlich als Boxset. Aber woran liegt es eigentlich, dass YouTuber ihre Alben fast ausschließlich als Boxen und digital veröffentlichen, selten aber als normale CD? CDs sind ein aussterbendes Medium und unter den Fans der Lochis wird es nicht viele geben, die mit dem aktuellen Vinyl-Revival viel anfangen können. Also werden Alben lieber über Streaming-Plattformen auf dem allgegenwärtigen Smartphone gehört. Eine Box, die primär beworben wird und zusätzliche Inhalte wie Poster, Autogrammkarten, Sticker und unveröffentlichtes Material verspricht, bietet für Fans aber einen Ansporn, doch zur physischen Version zu greifen. Gerade wenn das Idol immer und immer wieder betont, wie cool die Box ist, wie sehr man doch durch den Kauf der Box das Idol unterstützen kann und dann auch noch ein perfekt ausgeleuchtetes Video mit fantastischem Ton aufgezeichnet wird, in dem die Inhalte der Box präsentiert werden, fällt der Griff zu Mamis Portemonnaie nicht schwer. So richtig geht der Boxenhype auf YouTube aber erst dann los, wenn beim Kauf eines Deluxe-Sets ein Meet and Greet verlost wird. Dann besteht schließlich die Möglichkeit, durch den Kauf einer Boxversion das große Idol zu treffen, sich also den ultimativen Fantraum zu erfüllen. Da Deluxe-Boxen gerne 30 oder 40 Euro kosten, profitiert der geneigte YouTuber zum einen finanziell mehr als durch Streams auf Spotify und Co. Ein weiterer, für viele sicher ebenso großer Ansporn ist aber die Tatsache, dass der Verkauf von Boxsets wichtig für eine gute Chartplatzierung ist. Im Gegensatz zu beispielsweise den amerikanischen Charts werden die deutschen Charts nämlich nicht nach Faktoren wie verkauften Einheiten errechnet, sondern setzen sich aus dem erzielten Umsatz eines Albums zusammen. Das bedeutet de facto, dass ein Album, welches 15 Euro kostet und 5000 Mal verkauft wird, eine schlechtere Platzierung in den Charts erfahren wird als ein Album, von dem 2500 Einheiten als Boxset zum Preis von 40 Euro abgesetzt werden. Das kann man als durchaus problematisch sehen, es erklärt aber auch die deutsche Musiklandschaft. Helene Fischer wird zum Beispiel von einer Zielgruppe gehört, die mit Streamingdiensten eher wenig am Hut hat, sondern eher CDs kauft. Durch den dadurch erzielten Umsatz dominieren Helene Fischer Alben regelmäßig die Charts und stauben so ganz nebenbei auch gerne mal den ein oder anderen Echo ab. Dieser deutsche Musikpreis wird nämlich auch basierend auf Verkaufszahlen vergeben, es zählt Quantität, nicht Qualität. Wichtig ist bei Boxsets auch immer, dass der Wert der beigelegten Produkte nicht den monetären Wert der eigentlichen Musik überschreitet, sonst wird ein Album in den Charts nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund findet man in Boxsets gerne zusätzlich zum Album beigelegte Instrumental-CDs, um den Wert der Musik zu steigern und die Box chartfähig zu machen. Auf die Idee, durch den Verkauf teurer Boxsets eine gute Chartplatzierung zu erreichen, sind in Deutschland vor allem Rapper gekommen. In dieser Szene ist das Spiel mit den Deluxe-Boxen schon länger gang und gäbe, allerdings auf einem ganz anderen Level. Es werden statt Meet and Greets Autos verlost, statt Instrumental-CDs werden zusätzliche EPs mit schwankender Qualität beigelegt, in einigen Fällen haben die Boxen aber auch Inhalte, die einen gewissen Mehrwert haben, zum Beispiel Tonträger mit Songskizzen. Der Umgang der deutschen Rap-Szene mit Deluxe-Boxen dürfte für YouTuber die Blaupause für das Veröffentlichen eines Albums gewesen sein. Denn YouTube Deutschland wird stark von Hip-Hop-Kultur beeinflusst. Und genau darum geht es in der nächsten Folge von YouTube und die Musik.